Grüß euch bei Air Memories of Old. Ein kleiner Happen wieder mal für zwischendurch, nachdem Black jetzt vorbei ist. Haben wir gedacht, einmal was Neues zwischendurch. Oder sagen wir mal nicht, weil Black fertig ist. Da habe ich wahrscheinlich ein anderes Let's Play, schauen wir mal, ich weiß es noch nicht. Aber das gammelt schon so lange auf meiner Xbox One um und um, dass ich mir jetzt gedacht habe, wir probieren das einmal. Ich kenne es noch nicht. Einstellungen, Gameplay, Kamera, bla 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 bla. Zurück. Audio, Master. Ah, das ist die Hauptanzeige. Ja, das gammelt auch irgendwie ein bisschen auf meiner Festplatte. Nummer du musst es da jetzt gerade sicht. So, und Effekte. Machen wir einmal auf 70. So, zurück. Wir fangen ein neues Spiel an. Ich weiß nicht, um was geht. Das habe ich irgendwo mal in einer Aktion oder was gefunden. Keine Ahnung, fragt's mir bitte nicht mehr. Auch hör mir zu, ich weiß, dass du dich umsehen möchtest, aber die Pilgerreise ist für das Himmelsvolk von großer Bedeutung. Weißt du, wie du weißt, sah das Land vor dem großen Zerfall anders aus als jetzt. Statt der Himmelsinseln war das Land eins und die Ahnen bewohnten die Welt. Sie erreichten große Bauwerke, unter ihnen drei Tempel. Hier im Land der Götter. Deine Reise wird dich zu allen drei von ihnen führen. Etwas änderte sich jedoch. Die Ahnen führten den Zerfall herbei. Das Land zerbrach und hinterließ die Himmelsinseln. Die Priesterin... Danke, Konsole. Ja, danke schön, Konsole. Die Priesterin Kara betete am Leuchtturm und fand Antworten, die unserem Volk dabei halfen, die große Katastrophe zu überleben. Die erste Station eines jeden Pilgers ist Karas Schrein. Also los, Aug. Geh schon, ich werde hier draußen auf dich warten. Okay, LS bewegen. Ah, die Karte. Okay. Springen. Yippie. Ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was das, was da kommt. Lesen. Diese Tafel ist verwittert, ein Teil des Textes ist unleserlich. Im Land der Götter gab es drei von ihnen, in drei Häusern schlummert unter ewigem Firmament. Okay. Hui, hui. Interessante Grafik. Die Erinnerung an das Licht in unseren Herzen erstrahlt mit Karas Namen. Ihre Laterne führte und beschützte uns, als die Welt zerfiel und wir vom Himmel und wir zum Himmelsvolk wurden. Okay. Ist da irgendwas? Nö, sehr interessant. Aber da sind wir gekommen, gell? Oder da ist sie mit. Nein. Ja, danke, Spiel oder Konsole. Betritt die Halle der Erinnerung, in der Karas Licht erstrahlt. Solange sie lebte, erlosch sie nie. Frag und vielleicht wird sein Schein dir antworten. Also auf gut Deutsch gesagt, wir suchen die Antworten auf das Verschwinden oder auf den Zerfall der Welt. Nähern.
Danke. Spiel. Konsole. Ups. Laterne X. Aha. Ja, wo müssen wir denn hin? Den Weg zu weisen. Okay. Wow. Autsch. Ah, okay, mit X kriege ich die Laternen. Sehr gut. Wird geladen. Ein Licht am Ende des Tunnels. Entkomme dem Höhleneinsturz. Na bitte. Weil momentan spüre ich auch wirklich an jeden Schaß. Na ja, gut. Na komm, spüre. Keine Zeit, ich muss halt noch liegen, morgen Frühschicht. Komm, scheiße. Wer bist du? Auk, bist du unversehrt? Den Göttern sei Dank geht es dir gut. Was ist da drinnen geschehen? Als die Höhle einstürzte, ging ich vom Schlimmsten aus. Ist das die Laterne? Sonderbar. Diese Laterne ist ein Dankespiel. Ist ein antikes Artefakt namens Karas Licht. Aus irgendeinem Grund leuchtet sie für dich. Das ist das erste Mal seit Generationen. Bewahre sie gut auf. Ich werde hier bleiben, um mich im Schrein umsehen. In der Zwischenzeit solltest du deine Pilgerreise fortsetzen. In der Nähe des Leuchtturms gibt es ein Dorf. Folge einfach dem Papierdrachen. Rede mit deiner, sobald du angekommen bist. Sie wird dir den Weg weisen. Beim Springen A verwandeln. Geil. Okay. Wo müssen wir hier zum Leuchtturm oder so? Keine Ahnung. Die Laternen lassen wir schön einpacken, du. Nach links, rechts neigen. Aha. Ist das richtig oder nicht? Dort vorne ist was. Aha, ein Vögelhausen. Mhm.
Mama? Was? Lass dich von Lemon lieb haben. Na bitte. Untersuchen. Das muss der Leuchtturm sein. Anscheinend erfüllt er gerade keinen Zweck. Ich sollte später nochmal vorbeischauen. Und wo ist dieser Diner noch, der wir da suchen sollen? Ich glaube da oben, ha? Schaut fast da noch aus. Bist du Diner? Nö. Bist du Diner? Warte mal, kann da. Aug. Das ist dein Name, habe ich recht? Was ist passiert? Hast du Geister gesehen oder Tiergeister? Schätze? Geheimnisse? Ich würde so gern auf Entdeckungsreise gehen. Es ist nicht fair, dass ich hier auf der Insel festsitze. Manchmal gehe ich auf Abenteuerreise mit meinen Eltern, aber das zählt auch als Abenteuer. Einmal waren wir an einem super tollen Ort, hoch im Norden, ziemlich verschneit, mit einer riesigen Statue. Sie ist ein wenig kaputt, aber trotzdem cool. Und ich heiße Erin. Nur damit du es weißt. Gut. Geht es dir gut, Aug? Dein Name ist Aug, richtig? Wir haben es vor Karas Schrein hergrollen gehört. Ich bin froh, dass du entkommen konntest. Ich heiße Diner. Willkommen. Wir haben schon lange keine Pilger mehr gesehen. Dein Mentor Medwin war der letzte von ihnen. Meine Eltern haben ihm damals geholfen. Ich, John und unsere Tochter Erin werden dir nun zur Seite stehen. Solltest du jemals nicht weiter wissen, kehre hierher zurück und rede mit uns. Schließlich sind wir hier, um dir zu helfen. Die Reise eines jeden Pilgers führt zu den drei Tempeln im Land der Götter. Kara hat sie lange vor deiner Zeit versiegelt, gleich nach dem großen Zerfall. In der Nähe eines jeden Tempels befindet sich ein Siegel. Dort versammeln wir uns, um den Geistern unseren Respekt zu zollen. Dies solltest du ebenfalls tun. Heilige Worte offenbaren sich denjenigen, die ihnen offen gegenübertreten. Das Heiligtum der Dämmerung liegt am nächsten nordwestlich von hier. Nordwestlich von hier, das ist da. Aha. Nordwestlich, das ist da irgendwo. Entdeckt Zwielichtsee. Okay. Wir müssen. Wo müssen wir jetzt hin? Da. Ah, da ist was. Glaube ich halt. Da kann ich nichts tun. Na Putzi, au! Na komm her, jo, gehen wir wieder spielen, ha? Na später. Moin! Putzig, wie in Minecraft. Hä? Ja, wo ist denn? Mein Lieb. Aber trotzdem kann ich nicht einordnen. Ah, da! Da ist irgend sowas. Nordwestlich, das muss da irgendwo sein. Spiel? Willst du mich verarschen? Ja, dann kann das nur das da sein, ha? Das komische Gefilde da.
Na, da ist ja nichts, oder? Komisch. Jö, Jesus, kommt er auf dem Wasser marschieren, da haben wir einen Beweis. Ja, ah, da vorne ist was, was. Die Hoffnung unseres Volkes wurde durch eure Worte und die Zuflucht, die sie uns gewährte, aufs Neue geweckt. Tiergeister halfen mir den Eingang hinter durch Sonne und Mond markierten fallenden Wellen im Nordosten zu verbergen. Nordosten. Das ist da oben. Nordosten. Entdeckt Wildsangfälle. Na gut. Hat mich spürt zurückgesetzt, kann das sein? Na. Ah, da müssen wir auf, Schatz, da. Oder wie jetzt? Ah, da oben ist was, was? Na komm. Lesen. Ich bin Reia, Johals Tochter. Ich suchte nach seinen Worten, um zu verstehen, was ihm auf seinen Reisen geschah. Die Bürde meines Vaters war groß. Obwohl wir eine neue Heimat fanden, war er nie wieder derselbe. Es gibt Hoffnung und im Frühling wurden mehr Kinder geboren als noch zuvor. Wir werden uns erholen, aber er sorgte sich um die Dinge, die da noch kommen werden. Ich glaube, die Krankheit der schwarzen Steine, die mein Vater fand, bereitet ihm große Angst. Jedoch wurde sie bisher nur ein- oder zweimal beobachtet. Die Inseln, die wir nun Heimat nennen, sind sicher. Bald wird auch Kara ein Kind gebären und das Lachen ist in unsere Herzen zurückgekehrt. Na gut. And no baby, wo sind wir denn jetzt hin? Scheiße, ja, da wollen wir mal speichern. Nochmal. Und wir sehen uns dann im nächsten Teil. Ich wünsche euch dabei was. Baba.